So. Jetzt, das ist Zeit für Reisfleisch. Was wir jeden Tag machen müssen. Genau. Also, ja. Was braucht man? Zwiebeln, ja? Da haben wir schon. Machst du das Fleisch? Zwiebeln? Willst du nicht mit dem Speck anfangen? Mit dem Speck fange ich an, ja. Gut, dann machen wir. Na, sehr gut. Warte, ich muss das Messer anziehen, das gefällt mir nicht. Also, so. Schneiden wir es in zwei Hälften, dann können wir es genauso. Na, jetzt schneide ich schon. Oder? Na, wurscht. Also, ich schneide die Hälfte davon. Ein Schopfbraten, also wir verwenden, zum Unterschied von vielen, verwenden wir beim Reisfleisch einen Schopfbraten. Und zwar deswegen, weil er saftiger ist. Wenn wir jetzt das Ganze mit Kalbfleisch machen würden, wie es eigentlich klassisch ist, finden wir, dass das relativ trocken wird. Ja? Aber es ist sehr beliebt, weil das Fett in diesem Fleisch ja auch den Geschmack ausmacht. Und zwar deswegen, weil wir das anrösten und dadurch das Fleisch einen eigenen Saft lassen kann. Ja, wenn ich da jetzt nur ein Fleisch reinschmeiße, dann ist das. Das schmeckt nicht gut. Den Paprika haben wir schon vorbereitet, also die Menge, die wir da verbrauchen. Und auch das Gemisch, das ist ein Geheimnis des Hauses. Na, stimmt nicht. Das ist einfach nur ein sehr guter, qualitativ hochwertiger, edelsüßer Paprika. Gut. Das muss man durchrühren. Einmal kurz. Und damit er nicht bitter wird, wird er sofort mit Essig abgelöscht. Weil ansonsten hat man den Paprika in der Nase, aber nicht mehr im Essen. Ist meine Theorie. Aber ich sage nicht, dass ich die Weisheit mit dem Löffel gefressen habe. Ja, ja. Siehst du das? Das haben wir schon. So, wie man so sagt. So, und sofort das Fleisch dazu. Und dieses Fleisch, weil es eben so durchzogen ist, lässt jetzt auch noch Wasser. Oder eigentlich ist es kein Wasser, sondern es ist streng genommen Blutplasma. Aber das muss man nicht unbedingt wissen. So. Soll ich den Knoblauch reingeben? Jetzt können wir den Knoblauch hineintun und die Gewürze. Beim Majoran ist es wichtig, ja, dass man den nicht einfach so hineinschüttet, sondern zuerst in die Hand nimmt. Wieder sorgfältig gewaschen. Und ihn dazwischen, zwischen den Händen zerreibt. So entwickelt er seinen Geschmack. Ja? Also dann, so, und wenn das Ganze da, der ganze Bratensatz weg ist, dann geben wir die Suppe dazu. Schwuppidiwupps, und zwar genau einen Liter. In dem Fall? In dem Fall, bei einem Schopfbraten, der in etwa 2,6 Kilo hat. Was soll ich denn mit Zucker? Ja, ja, das, jetzt kommen die Geheimnisse. Der Schmäh bei der ganzen Geschichte ist nichts anderes, als dass man an Zucker dazu gibt. Weil das habe ich vom Hanno gelernt, Zucker und Essig zusammen ist ein Geschmacksverstärker. Naja, es ist letztlich, ist es so, dass man bei Süßspeisen, um den Geschmack zu heben, bei Desserts, gibt man ein bisschen Salz rein. Und bei Fleischspeisen gibt man ein bisschen an Zucker rein, nicht viel, aber eben diesen Hauch. Aber das verraten wir nicht. Wir haben es ja schon verraten. Kocht jetzt 45 Minuten und anschließend kommt noch ein Reis dazu. Das heißt, plus einer haben eine kleine Pause. Sehr saftig, sehr saftig. So, das ist fertig.
Schau du das. Du wirst das kosten, wie ich die kenne. Ja, ja. Möchtest du Fleisch auch oder nur den Reis? Nein, ich will nur wissen, wie es schmeckt. Okay. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal. Nimm einen größeren Löffel. Hab ich keinen. Und? Naja, perfekt. Also ich gebe es weg. Ja, jetzt weggeben, das dann ist es genau richtig. Dann ist es genau bissfest. Okay. Punkt. Genau auf den Punkt. Dann gehen wir das weg, und Reisfleisch ist fertig. Ist erledigt.